brennt das Licht. Das Licht brennt noch? Licht. Genau hier oben, wo wir nicht mehr weg können. Der ist nass. Ach, verarsch mich nicht. Ja, der ist nass. Das kannst du echt nicht glauben, dass hier einfach alles so wieder rumliegt, ne? Guck mal hier. War so ein Schlafraum. Wir besuchen diesmal einen alten Fliegerhorst der Luftwaffe, der damals nach modernsten NATO-Standards errichtet wurde. Hier waren teilweise über 50 Flugzeuge stationiert. Das Gelände ist riesig und dementsprechend viel gibt es für uns zu entdecken. Alles deutet auf eine entspannte Tour hin. Doch dann kommt wieder einmal alles anders. So Leute, wir befinden uns gerade auf einem ehemaligen Militärgelände, welches Anfang 2000 geschlossen worden ist und sich langsam im Abriss befindet. Aber es gibt hier, glaube ich, noch einiges zu sehen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, oder? Genau, also let's go. Hier sieht man auf jeden Fall jede Menge Hallen, so Lagerhallen, Hangar, Tore, richtig große. Es soll hier auf dem Gelände auch ein Bunker sein, also mindestens ein Bunker sein. Den werden wir uns auch nachher noch anschauen. Diese ganzen großen Hangar, die beruhen darauf, dass hier nämlich mal ein Flugplatz war. Also ein Flugfeld, das gibt es heute immer noch. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Also hier kommst du definitiv nicht rein, zumindest nicht durchs Tor. Weil das haben sie hier alles fein sauberlich verschraubt. Und da hinten ist eine Tür, da hängt aber ein Schloss dran. Würdest du reinkommen, aber leider fettes Schloss davor. Gucken wir, ob vielleicht irgendwo anders noch ein Eingang ist. Aber im Endeffekt wird da auch nicht viel sein. Ne? Also das ganze Gelände ist hier frei zugänglich. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie die Hallen hier zugemacht haben. Ah, schau mal da hinten an, ja? Da kommen wir auf jeden Fall rein, denn da hinten ist nämlich eine Tür auf. Hui, hier ist ganz schön Durchzug. Ja, es wird auch sehr, sehr schwer, hier das Ganze auszuleuchten. Und der Ton dürfte jetzt etwas komisch wirken, weil es einfach extrem hier drin hallt. Ja, das stimmt. Hier konnte man das Tor mit der Kurbel offenbar auch öffnen. Ah, die Feuerwehr hatte die Kurzwahl 12 und der Fliegerarzt die 55. Also so ein bisschen erinnert mich das an, wie heißt es nochmal, Cervianka, wo wir damals in Kroatien waren. Diese Flugzeugbase, die unterirdisch war. Das Video war auch mega, mega cool. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, wir packen euch das mal unten in die Videobeschreibung rein. Ja, das ist ja hier interessant. Ist das hier für die Lüftung gemacht worden oder was? Denke ich mal. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Wetterschacht. Ne? Das sieht auch so ähnlich aus. Ja. Würde mir vermuten, so für die... Das wird für die Bewetterung gewesen sein, ja klar. Für die Belüftung, ne? Ja. Wenn sie da die Triebwerke angemacht haben, dass es dann wahrscheinlich hier so richtig abziehen konnte, ja, ne? Wobei ich glaube, die wurden doch erst rausgezogen, die Flugzeuge, und dann erst angemacht, oder? Das weiß ich nicht. Ja. In meiner Fantasie ergibt das, was ich gerade sage, total Sinn. Die Maschinen werden gestartet und dann wurde hier alles so abgeleitet. Wenn ihr das auch so seht, ne? Schreibt mal in die Kommentare. Und wenn ihr es besser wisst, schreibt es auch in die Kommentare. Oh. Hui. Durchzug, ne? Ja, die ging auf einmal ganz schnell zu. Hätte laut geknallt. So krass, dass einfach hier alles offen steht, ne? Und jetzt guck mal bitte, oder werf mal einfach mal einen Blick in diesen Bunker rein, in was für einen guten Zustand das einfach ist. Oh ja. Und es leuchtet auf jeden Fall sehr schön. Ja, vor allem echt richtig krass, ne? Hm. Also hier vorne an sogar schon direkt. Ja, hier im Bereich. Hier über die Tür. Brauchst du nur kurz anleuchten und schupp, guck wie hell das leuchtet, ne? Ja, sehr schön. Direkt hier im Eingang so eine Bank und die Regale, die offenbar später noch dazugekommen sind. Ne? Ich denke mal. Hier hatten sie auch noch einen Notausgang gehabt, wie man sieht. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn es mal brennen sollte, was man da machen soll. Hier war auf jeden Fall dann halt so ein Arbeitsplatz gewesen. Ne? Also wahrscheinlich mehrere Arbeitsplätze, wenn man die ganzen Steckdosen hier so sieht. Hm.
Ja, hier mussten auf jeden Fall irgendwelche Meldungen abgegeben werden, weil hier ist ein Zettel. ABC Wettermeldung. Und dann steht hier Sendekopf, Art der Meldung, die Sendezeit und die Gültigkeitsdauer. Und das Ganze ist von, also ab dem 1.4.1989. Okay. Wahrscheinlich gab es vorher noch eine andere Anweisung dafür. Mhm. Aber die ist dann aktuell gewesen, in Anführungsstrichen. Kommen wir lieber zu dem interessanten Bereich, für uns interessanten Bereich, die Toilette. Ach Gott. Oder wie man sagt, im Bunker Abort. Ach ja, das Abort. Das sieht auch aus wie so ein Abort. Also einfach hier. Ja, hör mal. Hörst du das? Ja. Hallo. Hier oben drüber ist direkt ein Teil der Lüftungsanlage. Und das halt auf jeden Fall. Also wenn ich, nein, ich sag's nicht, wenn ich hier auf Toilette war. Ja, wenn du hier auf Toilette warst, dann hat's wahrscheinlich hier jeder gehört, oder was willst du jetzt sagen damit? Ja, es hat wahrscheinlich mehr Geräusche gemacht als ohnehin schon. Aber ich find's irgendwie ein bisschen weise nicht, also. Nicht so ganz einladend. Ich meine, es ist ein Bunker, ist okay, ne? Aber möchte ich mich da unbedingt draufsetzen? Ich glaube nicht. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch da rein... ob ihr euch hier draufsetzen würdet oder nicht, schreibt es in die Kommentare. Also im Endeffekt ist das Ganze hier einfach nur mit diesem Holzblock verschlossen worden. Und dann war hier einfach so ein, ja, so ein Rohr. Schon ein bisschen eklig, das Ganze. Riechst du das eigentlich Waschbecken. Nicht? Riechst du das eigentlich nicht, dass es da total stinkt? Nein, ich riech nichts. Boah, das riecht da richtig, als ob da jemand auf Toilette gewesen wäre gerade noch. Total neutral an. Nee, das riecht da richtig komisch. Ich riech nichts. Aber ich kann euch eins sagen, wenn man hier auf Toilette war und man hatte Lichtausfall, man hat auf jeden Fall noch was gesehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Seht ihr das? Richtig krass am Leuchten. Richtig, richtig krass. Also da hat man auf jeden Fall genau gewusst, links und rechts sind die Toiletten. Das ist auch irgendwie so ein komischer Raum gewesen. Das Schild kam auf jeden Fall nachträglich. Das steht hier, glaube ich, noch nicht so lange. Aber hier ist einfach nur so ein Verteilerkasten wahrscheinlich, ne? Mit Strom. Riese so Betten, ne? Ja, hier war so der Schlafraum, sag ich jetzt mal, und der Lüfter war auch hier oder ist immer noch hier. Den konntest du handbetrieben steuern, also unter anderem, denke ich mal. Ja, für den Notfall. Genau. Hier ist irgendwelche Verstärker noch. Boah, ist das ein Teil. Krass. Da ist jede Menge Technik hinter, ne? Hier hängt noch so ein Zettel mit der Personalstärke. Ein Offizier, drei Unteroffiziere und Mannschaften 6. Also im Prinzip 10 Leute insgesamt. Und hier haben wir 2, 4, 6, 8, 16 Betten, ne? Mhm. Okay, also mehr Betten, als hier Personal war. Und auch alles ziemlich klein, muss man mal sagen, ne? Ja, sehr, sehr klein. Definitiv. Richtig, richtig klein. Hier wurde geschlafen und da drüben in den beiden Räumen wurde gearbeitet. Ja, und hier haben wir noch so ein paar Garderobenhaken. Und hier kamen dann die Waffen rein, ne? Ja. Und da hinten befindet sich der Notausstieg dann im Prinzip da unten. Aber echt sehr übersichtlich, sag ich jetzt mal. Aber ich denke, dass hier richtig viele von diesen kleinen Bunkern waren. Ja, also nicht nur die eine, sondern wirklich viele. Das Wetter ist leider gerade nicht das Beste. Es hat angefangen zu regnen, just in dem Moment, wo wir hier angekommen sind. Also richtig, richtig blöde. Aber hier im Hintergrund sieht man auf jeden Fall ganz gut, dass diese Hangar so ein bisschen versteckt waren. Von oben, von der Luft, wird man wahrscheinlich das so nicht gut erkannt haben. Dadurch, dass es halt begrünt wurde, wie man sieht. Also so ein bisschen Tarnmodus. Und hier überall noch so kleine Gebäude. Sieht so ein bisschen aus wie Büros, ne Anja? Schaut euch mal an, wie zugewachsen hier dieser Weg ist. Komplett, komplett zugewachsen. Okay, das Gebäude, da kommen wir auf jeden Fall rein. Gucken wir mal. Hier war der Besprechungsraum. Ich finde so mit diesen Vorhängen hier, ne, diese Farbe, das sieht so alt aus. Ich finde, das sieht so richtig 70er, 80er Jahre. Oder was meint ihr?
finde, das sieht 1A so aus. Das Interessante ist ja, was ich gerade gesehen habe, hier gab es zwei Fenster. Einmal das Fenster und dahinter war noch ein Fenster. Ich würde mal vermuten, dass das Ganze vielleicht aus akustischen Gründen so war. Vermutlich durch die Flugzeuge, die hier gestartet und gelandet sind, war hier so ein Krach gewesen, dass man wahrscheinlich hier in diesem Besprechungsraum sich sonst gar nicht verstanden hätte beim Reden. Ne? Hier war vermutlich so eine kleine Küche gewesen. Ne? Hier ist so ein gefliester Bereich, vielleicht hier einfach so eine einfache Küche, die für die Mitarbeiter da war, dass man sich vielleicht eine kleine Mahlzeit machen konnte. Die Wartungstafel, das sieht ja mal sehr cool aus, finde ich, oder? Was meint ihr? Das hat was. So, hier war offenbar der Haupteingang von dem Ganzen. Könnt ihr mal gucken, aber ich glaube, die Tür scheint zu sein. Ja, so ist es. Und hier oben steht spiegelverkehrt Ausbildung und Standardisierung. Mehr wird hier in dem Gebäude leider nicht mehr zu sehen sein, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt raus und gucke mal, wo Anja steckt. Und dann schauen wir uns mal den Rest von diesem Riesengelände hier an. Auto. Willst du mich jetzt verarschen? Was denn? Du hast das Auto geholt. Ey. Ich denke gerade so, ey, jetzt kommt hier ein Auto langgefahren. Was ist hier los? Du kommst ja einfach nicht. Ich komme einfach nicht, ja. Ach. Ja, ich war noch in diesem Gebäude drin. Ja, ich dachte schon, es wäre irgendwie was. Und da hast du dir einfach mal gedacht, du kommst mit dem Auto hier angefahren. Warum denn nicht? Von der Straße hier, oder nicht? Geil. Ja, gut. Ich denke, für den Rest werden wir im Auto einsteigen und noch ein bisschen fahren, weil das Gelände ist nämlich sehr, sehr groß. Ja, sehr, sehr, sehr groß. Und es regnet und ich steige jetzt ein, mir ist nämlich kalt. Ja, es ist richtig, richtig kalt draußen. Deswegen sitze ich auch schön im Auto, schön mit Heizung und so. Das freut mich für dich, Anja. Sehr komm, schön. Steig ein. Ja, öfter mal was Neues, ne? Aber es ist hier halt auch wirklich frei zugänglich. Ich frage mich gerade, warum wir überhaupt ausgestiegen sind. Es ist viel zu kalt draußen. Kann doch lieber mit dem Auto hier gucken. Ja, schon interessant. Hier sind wir wieder bei den großen Lagerhallen. Ja, ist auf jeden Fall gemütlicher und wärmer, das sieht so zu erkunden, als auszusteigen bei der Kälte und dem Regen. Ne? Also, ja, ist schon interessant, Anja. Kann man machen, ne? Kann man mal machen. Die könnten wir auch locker mit dem Auto parken. Und was kochen vor allen Dingen. Ja. Was wir heute noch vorhatten. Also bei dem Regen ist ja eh schwierig, ne? Aber wenn wir jetzt hier mit dem Auto reinfahren würden. Das wäre echt eine geile Sache, oder? Sollen wir? Dann lassen wir hier was kochen. Und dann gucken wir gleich. Okay. Klingt nach klar. Total crazy, ey. Hier werden wir auf jeden Fall nicht ganz so nass. Also ein bisschen schon merke ich gerade. Hier tropft es von oben. Aber es gibt hier so nasse Stellen und trockene Stellen. Und wenn wir uns hier in den trockenen Bereich widmen, dann dürften wir auch trocken bleiben. Wir haben heute auch wieder unsere Powerstation mit von Jackery. Den Link zu der Powerstation könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Wer Interesse daran hat, schaut gerne mal vorbei. Schauen wir mal, wie viel Akku die noch hat. 90% ist die geladen. Das sollte locker flockig reichen, um das Essen zu kochen. Ne? Und natürlich, um die Drohne zu laden. Genau. Wir hatten eigentlich den Plan gehabt, dass wir gleich noch die Drohne steigen lassen wollen. Aber aktuell bei dem Wetter, naja, wird das wohl nichts werden. Anja, erzähl doch mal den Zuschauern, was es heute zu essen gibt. Es gibt heute leckere, schmeckere Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ja, also sowas richtig Typisches, was man natürlich am Lost Place gerne isst, ne? Ja, klar. Aber da wir frisch aus dem Urlaub wieder gekommen sind, haben wir einfach Bock auf irgendwas Geiles, Deftiges, Deutsches. Genau. Und das gibt's jetzt hier in dieser Flugzeughalle. Ja, warum denn nicht?
kurzer Blick auf den Stromverbrauch. Wir haben noch 72% und die Induktionsplatte können wir jetzt auch mal ausmachen. Die verbraucht nämlich noch 4 Watt. So, jetzt ist 0. 72% immer noch. Also können wir locker noch ein paar Mal kochen, bevor wir die Powerstation aufladen. So, alles wieder weggeräumt im Kofferraum. Und dann würde ich sagen, dann parken wir den Wagen mal auf einem normalen Parkplatz und dann schauen wir uns mal den Rest an. Also ich würde sagen, wir gucken, wie nah, dass wir so nah wie möglich da rankommen und laufen dann. Oder so. Es hat übrigens nicht aufgehört zu regnen, es ist immer noch am Regnen. Ja, richtiges, beschissenes schlimmer, Wetter. Schlimmer geworden, ja. So, es ist gerade am Gucken, wo wir jetzt am besten parken oder wo wir hinkommen. Anja hat jetzt gerade eine Einfahrt entdeckt, aber die ist... Die ist hier hinter. Hier muss es noch eine Nebenstraße geben irgendwie. Okay. Guck, hier ist eine Straße. Ja. Müssen wir mal geradeaus weiterfahren, dann mal gucken, ob man da interessant, hinkommt. Ne? Ja. Hier geht was rein. Ja, aber das wäre so ein eigenständiges Tor. Und da vorne war ein Weg. Mhm. Ich glaube auch, dass wir über das Rollfeld, wo wir vorhin waren, da war ja der Anfang der Startbahn. Ja, da könnten wir rein theoretisch hinkommen. Ne? Ja, ich glaube, wir müssen einfach da geradeaus zu Fuß weiterlaufen bei diesem super geilen Wetter. Und dann kommen wir genau hinter diesem Tor aus. Also ich denke, das ist jetzt von der Seite ist es eingezäunt, aber auf der anderen Seite war es ja frei zugänglich gewesen. Also ich denke, dass wenn wir von dort hinten halt langlaufen, kommen wir irgendwann halt nach sehr langem Laufen da hinten halt an. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem direkten Weg zu dem damaligen Flugfeld. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Da hinten ist nämlich auch noch ein Auto hergekommen, von da ganz hinten gerade. Von da ganz hinten? Ja. Weil ich bin nämlich auf diesen Schotter hier, also auf diesen komischen Bauweg da hinten, siehst du? Mhm. Weil da können wir eigentlich auch langfahren, oder nicht? Ja, klar, wenn der da langfährt, können wir da auch langfahren, ne? Ja. Dass man hier einfach so mit dem Auto überall lang fahren kann, finde ich voll geil, ey. Das erinnert mich so richtig an Kroatien, ne? Wo wir damals schön über das Flugfeld geheizt sind. Und im einen Augenblick waren wir in Bosnien und im anderen Moment waren wir in Kroatien, oder? Kroatien, ja. Und Bosnien. So, Anja parkt jetzt gerade das Auto. Und ich laufe jetzt hier schon mal die Start- und Landebahn entlang, denn dort ganz hinten befinden sich nämlich noch eine Reihe von Gebäuden, die uns nämlich noch sehr interessieren. Die wollen wir uns nämlich noch mal anschauen. Ich laufe jetzt schon mal vor und check mal die Lage und Anja kommt dann gleich hinterher, sobald der Wagen geparkt ist. Wir sind auf jeden Fall hier auch nicht alleine. Gegenüber laufen gerade zwei Leute, so ein älteres Ehepaar, mit dem Hund. Und dort drüben, dort wo wir hinwollen, habe ich jetzt gerade auch schon eine ganze Horde gesehen. Mal schätzen so 6 oder 7 Leute, die auch noch hier rumlaufen. Also das Ganze auf jeden Fall hier sehr frei zugänglich, perfekt zum Spazieren. Wenn das Wetter jetzt noch besser wäre, würde das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß machen. Denn es ist echt richtig, richtig kalt. Und es regnet leider immer noch, was die ganze Sache nicht so schön macht. Schaut mal hier, hier ist noch so eine alte Markierung für die Flugzeuge, die Nummer 2. Ich glaube, das ist auch die einzige Markierung, die noch da ist, weil dort drüben und auf der anderen Seite habe ich jetzt gar keine Markierung mehr gesehen. Also das scheint wirklich noch die einzige Markierung der Landebahn zu sein. Wie siehst du denn aus? Was hast du denn da auf dem Kopf? Hast du eine Kapuze hast du so runtergezogen? Ich habe noch nie gesehen, dass deine Kapuze so weit nach unten geht. Die habe ich ja festgemacht. Ach so. Interessant, interessant. Kalt und windig. Ja, stimmt. Ich muss mein Mikro anmachen. Und dein Mikro sollst du anmachen, damit die Zuschauer dich auch verstehen. Es ist kalt und windig. Es sind nur 8 Grad oder so. Wenn das Mikro so in der Hand hält, siehst du so richtig professionell aus. Okay. Also das Wetter wird immer ungemütlicher, also richtig stürmisch. Jetzt sind wir gleich am Ende von der Start- und Landebahn, zumindest der Bereich, der asphaltiert ist, weil hinter mir der Bereich, da ist nämlich kein Asphalt mehr, der ist nämlich schon entfernt worden. Und schaut mal hier sieht man auch ganz gut,
wie kaputt hier schon der Asphalt ist. Ne? Also der ist hier richtig, richtig kaputt. Da drüben, wo wir vorhin angefangen hatten, mit diesem kleinen, mit der kleinen Tour, da war der Asphalt noch richtig gut. Aber hier ist der richtig, richtig kaputt mittlerweile schon. Das sieht man. Ne? Anja ist schon auf dem Weg nach dort drüben. Da ist nämlich der Tower, wie man sieht. Und vermutlich war da hinten auch mal die Feuerwehrstation. Ja, und hier endet jetzt das Flugfeld. Man sieht, hier ist der asphaltierte Bereich. Und da drüben ist es einfach nur noch ein Feld. Bei Google Maps habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Das sieht für mich nämlich so aus, als wenn die Start- und Landebahn noch in die Richtung weiterging. Aber das mittlerweile schon alles abgerissen wurde, der Asphalt. Ne? Oh, ist das kalt. Schaut euch das mal an, wie geil das jetzt hier aussieht. Da oben der Tower, das sieht so ein bisschen aus wie so ein älterer Tower. Vielleicht war das mal der ursprüngliche Tower und der ist später halt neu gebaut worden. Wird für mich zumindest gerade so ein bisschen so aussehen. Und hier würde ich vermuten, war halt die Feuerwache. Und schaut mal hier auf dem Boden, das sind so eingezeichnete Parkplätze. Hier hat der Arzt geparkt. Also es scheint so, als ob diese Hallen nachgenutzt werden aktuell. Da stehen nämlich Maschinen drin. Und der Bereich scheint auf jeden Fall los zu sein. Also das sieht man ja auch hier ganz gut. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob es irgendwie einen Zugang gibt. Denn, schaut euch das mal an, es ist wirklich echt noch 1A eingerichtet. Ne? Also das möchte man auf jeden Fall mal von innen sich genauer ansehen. Hast du gehört? Hast du das Knallen jetzt nicht gerade gehört? War das taub oder was? Nee, ich habe kein Knallen gehört. Er hat mal laut und deutlich gehört, dass an den Tür geknallt ist. Das habe ich jetzt gerade gehört. Ein Vogel. Oder was? Ja, weiß nicht. Aber hier ist ja alles frei zugänglich. Also ich bitte dich. Hey, krass. Da ist ja einfach die Tür offen, ne? Naja, ich sag mal so, die Tür ist nicht mehr da, ne? Hast du mein Kameralicht irgendwo? Ja, ist doch im Rucksack, oder nicht? Hab ich gerade nicht gesehen. Scheiße. Was denn? Wo brennt das Licht? Das Licht brennt nur? Licht. Das sind so Leuchtstoffröhren, die sind an. Hey. Guck mal, wie das hier aussieht. Ich würde gucken, da geht eine Kellertreppe runter und da brennt Licht. So ganz, ganz leicht. Ja, es geht. Oder ich bin's eingebildet. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht richtig mehr. War das vorhin komplett richtig an? Da, guck. Nee, ich bin gerade hier reingekommen und deswegen, da habe ich kurz weggeguckt und du warst auch, scheiße. Da, da. Siehst du es? Mhm. Jetzt ist es aus. Ja, dann lass mal aus. Krass ist das denn, dass hier der Strom noch funktioniert? Das ist gruselig, Sabine. Mach mal bitte Licht an. Ich weiß gerade nicht, wo meine Lampe ist. Ich habe, glaube ich, im Auto liegen lassen. Oh Mann, krass. Also vor allen Dingen, muss ich ja mal sagen, von Weitem sieht das Ganze echt gut aus. Ne? Aber je näher man kommt, desto mehr sieht man halt, dass es in einem absolut schlechten Zustand ist. Es ist klar, das ist seit Jahrzehnten hier geschlossen. Aber dass jetzt hier der Strom noch funktioniert und der auch noch an ist. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, das muss doch irgendwer bezahlen. Das stimmt. Geht das mit dem Licht oder brauchst du Licht? Ja, ich glaube gleich da vorne kannst du wieder ausmachen. Nur hier war so eine Art Büro, schätze ich mal. Da haben sie die Rechner schon auseinandergenommen, ne? Die können da noch mal gucken. Bei den Unterlagen, die hier liegen, ob wir irgendein Datum finden. Ach, du glaubst es nicht. Lohn- und Vergütungsdatenblatt. Das ist hier von dem Franz. Den Nachnamen sagen wir mal lieber nicht. Das Ganze ist aus dem Jahr 2005, Anja. Ja. Das ist ja richtig, richtig aktuell. Also nicht ganz aktuell, Leute, aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall noch keine 30 oder 40 Jahre her, ne?
Das ist echt heftig. Die sieht man genau, wie der gearbeitet hat. Und dann halt dementsprechend die Stunden. Ist das. Das kannst du echt nicht glauben, dass sie einfach alles so wieder rumliegt, ne? Ja. Kannst du einfach so drauflaufen? Datenschutz wieder richtig groß geschrieben in Deutschland. Und hier ist der ganze Boden voll mit Unterlagen. Einfach alles komplett. Komplett voll. Hier sieht man, wann der Franz angefangen hat zu arbeiten, wann sein Arbeitsende war. Ist das alles von dem einen, der gleichen Person? Ja, das ist alles von diesem Franz. Krass. Das ist Wahnsinn. Da wird sich der Franz richtig drüber freuen. Ja, ich glaube, der Franz wird begeistert sein, wenn er unser Video sieht und dann seine ganzen Unterlagen hier verstreut noch rumliegen. Ne? Das gibt's gar nicht. Das ist mal Wahnsinn. Ich habe es gerade von draußen schon gesehen. Aber dass wir jetzt wirklich hier reinkommen, das ist so geil, Leute. Ist das mal geil. Das ist richtig krass, ehrlich. Ja. Wahnsinn, ne? Guck dir das mal an. Und hier liegt irgendwie so ein Buch. Oder so ein, ja, mit so einer Klammer hier gesichert, ne? Oder festgemacht. Und da auch wieder Personalkennziffer des Soldaten. September 2004. Hey, dass sie dir einfach die ganzen Sachen hier so liegen lassen. Eine Mitteilung, gleichzeitig Änderungsmeldung über die und die Person. Hier steht wieder der Name. Und jetzt guckt euch mal bitte an, wie fett dieses Ding ist. Ja. Und auf jeder Seite steht ein anderer Name. Hier ist es Dieter. Also diesmal nicht der Franz. Hier ist es Willi. Boah. Das sind genau die Unterlagen, die gerade drüben in dem anderen Raum von Franz waren. Hermann. Ja. Rainer. Und alles ganz akkurat aufgelistet. Änderungsmeldung hier wieder. Änderungsmeldung. Hier 40 Stunden hier Arbeit. Hier sogar noch 40 Stunden. Mit dem Bundesadler hier, mit dem Stempel, wie man sieht. Wir werden das natürlich alles verpixeln für euch, dass ihr das alles so nicht lesen könnt natürlich. Ist natürlich logisch. Aber prinzipiell, jeder, der hier hinkommt, hat Zugriff auf diese Daten. Ne? Muss man mal so sagen. Tja. Das ist unfassbar. Das darf eigentlich überhaupt nicht sein. Hier auf jeden Fall noch eine Karte. Die Deutschlandkarte, wie man sieht. Niederlande, Belgien und so weiter. Und hier jede Menge Knöpfe. Ja, hier waren auf jeden Fall Telefone. Mhm. Du konntest telefonieren. Fünf Stück waren es an der Zahl. Ne? Mhm. Und hier war auch noch eins. Ja. Hier noch ein richtig schöner alter Monitor. Mhm. Hier werden irgendwelche Sachen drin gewesen sein, die mittlerweile nicht mehr vorhanden sind, wie man sieht. Und schaut euch mal diese alte Tastatur an, wie das aussieht. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Guck mal, was da vorne steht. Das kennen wir aus einem anderen Bunker, ne? Wo wir mal in einem Bunker waren. Da war das nämlich hier oben. Aber das war an der Warntafel, ne? Das war alles auf Englisch, ne? Ja, genau. Mich, oder? Genau, genau. Da war alles in Englisch gewesen. Hier sieht man nochmal auf der Tafel, was da draufsteht. Verdunklung, Luftnotlage, ABC-Warnung, Luftalarm und das, was da oben steht, kann ich leider nicht mehr lesen. Ja, schon geil. Ja. Das hängt eigentlich geil. Irgendwo vor, wo halt auch Licht war. Ne? Also genau. Konnte man, je nachdem, was halt gerade war, wenn ABC-Warnung war, dann hat halt die ABC-Warnung geleuchtet und so weiter. Ne? Guck mal, hier war so ein Schlüsselkasten. Und hier ist der neue Tower. Das ist ja, scheinbar sind wir hier in dem alten Tower. Mhm. Müssen wir gleich mal gucken, weil da ist ja noch ein größerer und der sieht auch deutlich neuer aus, ob wir da auch noch reinkommen werden. Ja, hatte ich gerade schon vermutet gehabt, dass es neu und alt gibt. Keller, Feuerwache, Erdgeschoss, Feuerwache. Das wird wahrscheinlich das sein, was nebenan ist. Und du wirst wirklich recht gehabt haben mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit der Feuerwache. Ja. Ich konnte das ja erst gar nicht glauben. Feuerwache, da wird doch keine Feuerwache sein. Aber offensichtlich war hier tatsächlich eine Feuerwache. Ja, die wird auf jeden Fall nachgenutzt. Da stehen ja ein paar Sachen drin, das werden wir uns nicht anschauen können mehr. Aber der Bereich, denke ich mal, ist ja schon sehr, sehr spannend zum Anschauen. Da ist jemand. Er schüttelt den Kopf, er ist sauer. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger. Ja, der kommt jetzt rein. Kann er ja. Ich hab doch gedacht, da ist jemand. Hallo. Hallo. Ach so, okay. Wir dachten, weil es die
Okay, nee, kein sorry, Problem. Wie gehen wir raus? Du hattest ihn gar nicht gesehen. Ja, du hattest ja was gehört gehabt, ne? Und das war jemand gewesen. Ich hab doch gesagt, ich habe jemanden gehört. Wo ist der denn jetzt? Der ist da reingegangen. Ja, das wird ja auch noch nachgenutzt, ne? Aber der ist auf jeden Fall in der Halle drin. Aber uns war ja von vornherein auch klar gewesen, dass dieser Bereich nachgenutzt ist. Das hatten wir gerade schon gesehen, ja, wo das Auto auch vorbeigefahren ist, dass man da nicht reingeht, nichts kaputt macht, genau. Gar nichts. Für uns war ja mehr spannend der Tower gewesen. Guck dir das mal an. Da leuchtet das Licht noch oben im Tower. Ja, ich sag's hey, doch. Wie krass ist das denn? Da oben leuchtet auch noch das Licht, Leute. Ja gut, er war ja jetzt nett. Ja. Er war bestimmt. So, er war nicht so amused, aber. Er war not amused, aber ja, hat jetzt auch keinen Stress mit uns gemacht. Wir sind jetzt auch rausgegangen. Ja, wie gesagt, ein bisschen haben wir was gesehen. Das können wir ja nochmal versuchen, Anja, vielleicht da reinzukommen. Also ich sag mal so, genau genommen hat er nur gesagt, dass das kein öffentliches Gebäude ist. Ja. Also gehen wir einfach mal ins andere Gebäude, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, wir sind einfach dreist, ich weiß. Nein, Leute, wie gesagt, da war uns auch klar, der andere Teil, der wird nachgenutzt, da gehen wir nicht hin. Aber der Bereich, wo wir gerade drin waren, wo auch die persönlichen Unterlagen rumlagen, das war auf jeden Fall zu Zeiten der Nutzung von dieser Anlage gewesen und nicht von der Nachnutzung. Das ist auch nochmal wichtig hier klarzustellen. Ne? Und nochmal klarzustellen, du sagst aber, ich bin schwerhörig. Ich höre schlecht. Ganz ehrlich, ich habe schon wieder gehört, dass da jemand ist. Ja. Ich habe halt genau das Glas gehört, als ob da jemand so ganz leicht draufgetreten wäre und dann kam er auf einmal. Den habe ich übrigens nicht gesehen. Ja, ich habe den nicht gesehen. Der stand ja dann an dieser milchigen, dreckigen Scheibe. Ja, beim Horrorfilm, oder? Ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt, wenn ich den zuerst gesehen hätte, glaube ich. Ja, guck mal, da steht doch eine Tür offen, sag mal. Jo. Und ich würde mal behaupten, die gehören beide nicht zusammen, also gehen wir einfach mal hier. Ja, sieht für mich jetzt auch nicht nachgenutzt aus. Na, der wird uns jetzt auch nicht hoffentlich hinterherkommen, oder? Der hat doch nicht mal geguckt, ob wir raus sind. Ja, stimmt. Aber er hätte auch was sagen können. Er hätte ja sagen können, der nee, haut jetzt ab. Ja. Macht euch vom Acker. Boah, da war ein Loch. Ja. Das hat schon irgendwie was vom Horrorfilm irgendwie, ne? Mit dem Mann gerade, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ja, und jetzt ist hier auch noch alles so duster. Ja, genau. Das sieht wirklich ein bisschen creepy aus. Guck mal, ist ein Fenster offen. Ja. Hier sind noch mehr Türen offen. Man muss ja auch mal sagen, der Mann ist auch nicht reingekommen, ne? Er wollte ja nur durchs Fenster mal eben sagen. Hey, ja. Guck mal, hier ist auch alles offen. Also. Ja, hier ist alles offen, komplett offen. Seht ihr das, Leute? Hier die Tür ist offen und die Tür ist offen. Hier steht sogar noch ein Regenschirm. Anja, ist der benutzt, oder? Der Regenschirm? Der ist nass. Ach, ich verarsche mich nicht. Hier, der ist nass. Hier ist jemand im Regenschirm. Was ist denn hier nicht richtig, sag mal? Hier ist alles offen, da hinten ist auch ein Fenster offen. Vielleicht ist auch das wie das Licht da oben an. Nicht, dass da oben gerade jemand dran ist? Komisch, ne? Das wäre mir gleich aufgefallen mit dem schrägen Schirm, aber das ist echt recht. Sieht man ja auch da an den Seiten. Ach Mann, ey. Was ist denn hier los, ey? Ja, ich weiß nicht. Sehr komisch alles. Mega komisch. Machen wir jetzt? Gucken. Komm, dann gehen wir noch hier weiter. Aber wir können hier gar nicht weiter, Sabrina. Die Tür ist leider zu. Hm. Machen wir jetzt? Vielleicht durch die nicht vorhandene Glasscheibe gehen. Also müssen dann im Prinzip da lang, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall der komplette Vandalismus am Start, Leute. Also wirklich, hier fehlt die Scheibe ja komplett. Und dort drüben, wo Anja jetzt gerade langläuft, da wird einfach alles eingedeppert. Seht ihr das hier? Einfach alles komplett zerstört. Also die Devise, zu ist zu, gilt für manche Leute offenbar nicht, ne? Ah, hier ist echt alles offen. Alle Fenster, alle Türen, einfach alles komplett. Haben wir jetzt hochgehen oder nicht? Ja. Was ist mit dem Regenschirm, finde ich schon echt seltsam. Ja, ich auch. Oh, meinst du, der gehört ihm? Aber warum soll der den da abstellen? Keine Ahnung. Wenn er da hinten irgendwo ist. Ich weiß es nicht. Lass uns jetzt gehen. War es gerade schon am Leuchten? Also hier.
geschrien. Geschrien? Ja, was weiß ich, was das war. Von draußen und von weiter weg. Ist auch einfach das Licht an dem Badezimmer. Krass. Das ist echt nicht wahr. Hier geht's noch höher. Noch mal höher. Mach mal Licht aus. Ich kann nicht mehr. Mach mich fertig hier. Ach, also jetzt schon hier oben, ne? Hier leuchtet einfach das Licht an, Jana. Ja, ich sehe es. Hier sind noch die Strahlen an. Hey, krass. Und hier war der Tower. Schon nicht hier die ganzen Radarbildschirme gewesen. Ja. Hier vielleicht noch so Arbeitsplätze. Und hier hatte man dann den optimalen Blick gehabt auf das Flugfeld, wo die Flugzeuge gestartet und gelandet sind. Richtig krass. Hammer. Mega geile Location. Komm mal hin. Hier ist die Lichtschalter. Sind aber irgendwie nicht. Guck mal, Beobachter rechts. Ja, genau, das wollte ich hier kurz sagen. Weiß doch nicht, wofür. Ach, guck mal, jetzt ist das Licht ausgegangen. Das eine, in der Mitte das. Ah. Das da ist aus. An, aus. Jetzt ist der aus. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das. Ist das auch an? Oder sieht das nur so aus? Das ist doch an, ne? Das ist da oben auch an, ja. Ja, jetzt ist aus. Mach mal alles aus. Hast du es gehört? Ja. Nee, hör mal. Gehen wir da hin? Da muss irgendwo der Verteilerkasten sein. Sag mal ruhig. Ja, ja. Mach mal aus alles. Perfekt. Dass hier kein Strom mehr verbraucht wird. Hast du so, wenn die Sonne zu sehr schien, dann kannst du es hier runterfahren. Mhm. Ja, das geht nicht mehr. Immerhin etwas, was nicht mehr funktioniert. Das ist so krass, dass einfach nur der Strom hier funktioniert. Also, weiß ich nicht. Ich meine, klar, alles, was jetzt hier nachgenutzt wird da hinten, braucht ja auch Strom. Na klar. Aber da muss man das hier wenigstens abklemmen. Ja, finde ich auch. Ne? Und wer weiß, wenn wir es jetzt nicht ausmachen würden oder ausgemacht hätten, wer weiß, ob es nicht die ganze Nacht brennt und die ganzen Tage, Wochen. Ja, oder so. Irgendwie passiert hier noch irgendwas. Ja, ne? Das Ganze brennt hier ab, ne? Brennt ab, genau. Da unten ist ein Auto, sorry. Da ist doch der Mann. Ist das nicht der gewesen? Ja, na klar, mit seiner Braunig. Ja. Bleib hier. Der sieht. Der guckt. Der guckt genau hier hin. Meinst du, der sieht uns? Nee, muss doch vor. Da jetzt steigt er. Nee, er macht die Tür auf. Der guckt genau hier hin. Der holt sein Fernglas raus oder sowas. Fernglas raus? Ich glaub schon. Der hat irgendwas aus dem Auto rausgeholt und jetzt guckt er hier drauf. Ach du Scheiße. Und wir sind genau hier oben, wo wir nicht mehr weg können. Du, ich könnte jetzt hier weggehen. Ich meine von hier aus dem Turm, du Nuss. Ich kann ja hier auf den Boden krabbeln, ist mir doch egal. Siehst du ihn denn noch? Nee, wie denn? Okay. Der ist doch unten. Hast du, endlich auch. Hast du den nicht gesehen? Ich hab den gesehen, ja, ich hab ihn gesehen. Aber ich meine, wenn er dich jetzt sieht... Ich weiß nicht, wo er ist, ob er jetzt eingestiegen ist oder ob der jetzt kommt. Ja, komm mal lieber her, wenn der Fernglas da jetzt ist. Der ist nicht mehr da, komm jetzt, dann lass es gehen. Der ist weg? Nein. Das Auto steht da noch. Lass uns jetzt einfach gehen. Ja, dann komm. Da unten ist er. Er ist da. Scheiße. Sorry, komm. Weg.
Der kommt jetzt eh, der hat uns eh jetzt. Komm, mach Licht an. Mach. Nicht so laut. Lass ihn raus. Komm, hier. Da bist du doch nicht bei ihm. Komm. Boah. Was für ein Drama, Leute. Was für ein Drama. Betreten verboten, Einschutzgefahr. Ja, so sieht das auch aus. So, Anja. Ich würde sagen, wir packen jetzt die Sachen zusammen. Ich denke auch. Also ich glaube, wir haben ja das meiste jetzt hier gesehen. Wenn nicht, kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder. Aber das ist jetzt gerade einfach viel zu heiß mit dem Mann, der hier noch ist. Und ja, der wird uns safe gesehen haben. Und deswegen machen wir uns jetzt hier vom Acker. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne weiter unten einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.